Hi E-Bike-Tuner, nachdem ich den Lidl E-Scooter im Dezember zurückgegeben hatte, habe ich mir kurz danach den Segway G30D bei MediaMarkt für 800 Euro geholt und das ist ein, eine super Investition gewesen. Das war jetzt vor einem Monat, bin jetzt einen Monat lang im Winter damit gefahren, mit Handschuhen, Jacke und so weiter und der ganze E-Roller ist einfach viel besser verarbeitet und ähm, viel stabiler, man fühlt sich auch sicher drauf, man kann gut bremsen, alles viel besser. Angefangen bei den Gummireifen, Luftgummireifen mit einem Autoventil, die federn auch die ganzen kleinen Straßenschäden ab und auch dieses Gewicht von 20 Kilo, das macht es einfach, es liegt einfach besser auf der Straße. Allerdings muss man auch sagen, die 20 Kilo, das ist wirklich äh, viel, wenn man das hochschleppen muss in die Wohnung. Ich habe das in meinem Fall einfach immer im Kombi im Kofferraum. Und dann, wenn ich irgendwo kurz hinfahren will, hole ich ihn aus dem Kofferraum, fahre hin, fahre zurück, tue ihn wieder in den Kofferraum rein. Und das funktioniert, weil der E-Scooter hat einen Akku mit der Kapazität von 551 Wattstunden. Also mehr als der... 500 Wattstunden Bosch Akku. Und den Akku kann man aufladen mit diesem Druckerkabel. Das kann man ganz, das kriegt man überall in jedem Laden. Nichts Besonderes. Dann lädt er mit 2 Ampere auf. Circa 4, 5 Stunden lang. Und man kann ihn aber auch mit einem DC-Lader aufladen mit 5 Ampere. Das ähm, geht dann zweieinhalb Mal so schnell. Der Motor sitzt hinten die Scheibenbremse ist vorne, beim Lidl E-Scooter war es andersrum, das heißt man kann auch sehr stark mit dem Motor bremsen, also ich bremse auch praktisch fast immer mit, dem, mit der Motorbremse und ähm, da rutscht dann halt maximal das Hinterrad weg, während man bei, beim Lidl E-Scooter einfach drüber fliegt oder wenn es nass ist, einfach vorne wegrutscht ähm, man kann es, man kann auch vorne die Scheibenbremse benutzen, wenn man jetzt wirklich stark bremsen will, man kann sie vorne dann einstellen also funktioniert alles sehr gut. Bremsen sind top. Äh, der E-Scooter hat auch eine App. Mit der App kann man einstellen, wie stark die Motorbremse ist, wenn man das Gas einfach weglässt. Das heißt, man kann es auf stark einstellen und dann bremst es einfach sehr stark, wenn man einfach nur das Gas weglässt. Braucht man gar nicht mehr die Motorbremse mit der Hand zu bedienen. Aber das habe ich jetzt doch auf schwach gemacht, weil es so unangenehm war. Mit der App kann man auch einsehen, wie weit man gefahren ist, wie der Akkuladestand ist, Gesamtkilometer und so weiter und so fort. Man kann auch einstellen, dass er nur 6 kmh fährt, damit man nebenbei fahren kann, zum Beispiel in der Stadt, wenn jemand zu Fuß läuft und man selber den E-Scooter hat. Man kann auch einstellen, wie schnell er fahren soll, also generell 15 km/h, 20 kmh. In der App hat man auch die Möglichkeit, das, den E-Scooter sozusagen zu blockieren. Dann bleibt er an. Das Licht bleibt an und ähm, dann ist es so, wenn man den dann stehen lässt, man macht dieses Schloss rein und wenn man den dann wegschieben will, dann blockiert er so mit dem Motor, stottert er so und ähm, nimmt auch kein Gas an. Und wenn man den freischalten will, dann halt nur mit der App und mit der verwendeten E-Mail-Adresse. Das kann, man, kann dann auch nicht jeder machen. Die Beschleunigung ist sehr gut. Ich wieg 95 Kilo. Und die Reichweite 40 bis 50 Kilometer. Ähm, man kann es locker, also einmal die Woche aufladen, wenn man keine weiten Strecken fährt. Und das Display ist auch sehr gut. Die Beleuchtung ist sehr gut. Also meine Empfehlung: dieser E-Scooter ist super. Vorne habe ich jetzt so ein Schloss von Arbus 1010 mit 110 Zentimetern. Aber das ist jetzt zu lang. Ich habe jetzt eins mit 85 Zentimetern gestellt. Mein Fazit dazu kauft's euch